So, liebe Leute, es geht heute weiter mit, nein, nicht damit, sondern mit den International Street Series Super Hedges. Der Abschluss dieser Woche steht auf jeden Fall an und ja, wir haben wieder 4 Rennen vor uns. San Francisco, Paris, Barcelona, dann Yokohama Sprint. Das als Vorgabe sollen wir das Event gewinnen, das sollten wir doch ohne Probleme hinbekommen. Los geht's. Ich nehme den Audi. Hier sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, es wird interessant, Alex. Wir starten auf 14. Der Teamkollege steht irgendwo davor mit drin. 7., 8., 9. Umdrehung. 6. Ist er. Ich versuche mich jetzt gerade ein bisschen durchzuarbeiten hier mit dem Audi. Bin schon an meinem Teamkollegen dran. Und auf der Außenbahn der komplette Angriff. Und ab da vorne auf die 5. Nach wenigen Kurven. Dankeschön, ich nehme dich mal mit als Prellbock und gehe auf P2 vor und hänge jetzt direkt am führenden dran. Also, ja, den kriegen wir da ohne Probleme noch. Komm. Na gut, das war mir fast klar. Muss ich mich harter bremsen. Nee, das war die Lücke nicht groß genug, um den reinzustechen. So, Abflug auf die 1, da vorne. Oh, das hätte böse. Das sind wir natürlich jetzt nicht freiwillig die Bahn auf einmal, ist mir klar. So, und damit ist der zweite auch vorbei. Ich komme aber auch nicht vor, ne? Runde auf der Strecke. Gute Arbeit in der ersten Runde. Du bist auf dem zweiten. Gehen wir mal nicht auf die Nüsse. Na gut, die waren die Teamkollegen, okay. Die waren die Teamkollegen, ne? Das ist klar, dass die ein bisschen zusammenarbeiten. Der eine versucht, den anderen wegzubremsen. Jetzt können wir uns absetzen. Jetzt sind wir vorne weg. Jetzt wird es schwierig werden für ihn, uns wieder einzukassieren, weil wenn da nicht irgendwo ein grober Fehler noch passiert. So.
So, und die zweite Runde auch durch. Ab in Runde 3. Ab in Runde 3, das okay, oder so. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Ja, aber jetzt haben wir 4 Rennen heute. Dafür haben wir morgen zumindest einen kurzen, also morgen, am Montag natürlich einen kurzen Tag. So. Der 6. ist mein Teamkollege momentan. Also da läuft der Startplatz wieder. Na, ja, aber es ist schon ein bisschen vor, also 5. 5-6, das ist. Ich glaube, dass er da nochmal ein bisschen nach vorne kommt. Da liegt die Stoßstange. Das könnte aber auch unser gewesen sein. Wir gehen jetzt in unsere letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Komm on. Wenigstens Platz 5 sollst du noch mitnehmen. Ja, das wird ein paar Sekündchen kosten, aber wir haben schon so groß genug. Wir haben jetzt gut die Hälfte der Runde durch. Wenn man zumindest seit der Zeit geht. Boah, das ist knapp. Da hat es mir schön in fast 10 Kommentare über den Auto weggekommen. 4. ist er momentan sogar. Jawohl, komm. Ich weiß nicht, wie der Abstand da hinten auf den Drittplatzierten ist. Aber das juckt mich nicht mehr. Wir haben es gepackt, liebe Leute. Wir sind durch mit dem ersten Rennen. Nach fast 9 Minuten. Also wir haben echt ja, viel momentan zu fahren. Und 6-fach Sieg für Audi jedenfalls. 6 Autos auf den ersten 6 Plätzen, dann 2 Lancia. Ja, und das... Ich glaube, wir haben alle Audis hintereinander.
Ja. Also ziemlich klar, welches Fahrzeug das wohl schnellste ist oft in dieser Serie. Zumindest im ersten Rennen. Ich weiß nicht, wie es im zweiten Rennen genau läuft. Level 81, noch 19 Level, liebe Leute, dann haben wir Level 100. So, nächste Rennen ist Paris. Le Trocadero. So heißt die Strecke. Wir stehen auf P2. Ich muss auch mal meinen Laptop wieder runternehmen, damit ich nämlich das nächste Video für euch mal zusammenschnipseln kann. Das mache ich so ein bisschen nebenbei. Das ist ja relativ schnell. Ich brauche nur das Intro dafür Was für ein Tag setzen. für ein Rennen und was Aber für Rocket ein League. Schauplatz. Was erwartet uns hier in Paris? Also, worauf man am meisten aufpassen muss, ist das Wasser auf der Strecke. Ich würde es lieber umfahren, aber wenn das nicht geht, dann muss man echt aufpassen, dass man nicht die Kontrolle verliert, weil es dir den Grip ruiniert. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? So, Runde 4. Gut, dann geht's rein. Wir stehen vorne auf der ersten Reihe. Mal, ne? Und plötzlich will einer durchschlüpfen, aber. Ah, du, zack, Junge. So. Das war ein bisschen assi, was du da versucht hast mit mir. Jedenfalls vorne weg wieder. Jetzt ist es auch nur eine Kurzstrecke, also. Jetzt werden wir ein bisschen was kürzer fahren. Vier Runden haben wir uns auf der Strecke nur. Und bei der Rundenzeit von einer Minute Guter ungefähr. Start. Bleib an der Spitze. Mein Ziel ist, die Felsen runter so weit runter zu drücken, auf die Minute zu drücken. Naja, mal gucken. Ja, der Regen macht es natürlich nicht einfacher. Hier geht's eigentlich. Aber wenn du hier rauskommst, kriegst du wieder voll in dem Wasser drin. Etwas klar. Voll verbremst und ab in die Botan, in die Barrikaden. Das war die Hälfte des Rennens. Wir haben sogar fast auf eine Minute gedrückt. Eine Minute 07. Wir können die 59 Sekunden Minimum haben. Oder maximal haben. Das war der Einschlag nicht so hart wie eben. Reicht aber nicht, um eine neue Weste aufzustellen. Letzte Runde. Verteidige deine Führung.
Bestzeit. So, ich habe jetzt mal die Kurve ein bisschen besser getroffen. Schon mit der Bestzeit auch geblinkt. Blinkt die Bestzeit auf. Das kriege ich hin. Mit 6 für den Teamkollegen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Fahrzeugverteilung ist. Nein, es reicht nicht ganz. Schade, ich glaube, es hat nicht ganz gereicht. Ich glaube, es war eine 1, eine Minute glatt 074. Wenn ich richtig mitgelesen habe. 048, nee. 094. Schade. Ich hatte gedacht, ich krieg's hier noch hin, irgendwie die beste Runde hinzukriegen. Ja, unter die ersten 6 unter den, die Audi-Dominanz möchte ich noch ein Lancia auf 2. Ansonsten haben wir 5 Audis unter den ersten 6. Eben waren es mal 6 Audis, also ja, der eine hat sich ein bisschen zurückgehalten. Jo. Und dann geht's weiter heute mit Barcelona Columbus Bay. Auch wieder so eine Kurzstrecke mit 2,78 Kilometer. Und dann haben wir noch den Kurzsprint Okutama und dann sind wir eigentlich so gut wie durch für heute. Und dann können wir morgen nämlich am Montag ins Finale gehen. Willkommen in Barcelona zum heutigen Event. Christen, was denn? Ja. Der Start ist Erfolg und wir haben schon den ersten kassiert. Ich musste mich schon davor bremsen, reinbremsen. Ich bremse jetzt meinen Teamkollegen ein bisschen mit vor. Ich bremse jetzt ein bisschen mit vor. A4 ist er momentan. Also 2 Autos habe ich ihn schon weggeblockt. 2 würde ich ihn gerne sehen. So, 4 Runden nochmal Zeit. Wir sind jedenfalls schon in Runde 2 mitgegangen. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. So, wir haben jetzt 4 Audis vor uns. Hinter uns ist das Land, ja. Wobei der versucht, ein bisschen Druck aufzubauen. Also 5-6 Autos sind jetzt weg. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Ich helfe dir gerade, Kollege. Hör auf, mich anzugreifen. Hör bitte auf, deinen Teamkollegen zu sabotieren. Das ist nicht mein Teamkollege, den versuche ich da... Ja, den hat er mich jetzt gerade da. Ja, und das war mein eigener Mann. Und du fährst auf 3 und haust mich dann aus dem haust mich jetzt komplett in die Gruppe da hinten rein wieder. Ich war so schön raus. Geh mal weg da. Scheiße, Mann! Ich muss jetzt versuchen, wieder ein bisschen reinzukommen. Runde 3, wir kleben und haben irgendwo im Mittelfeld fest. Nein, hat sich egal.
Filmstarter. Da ist er dann. Ich hänge zumindest wieder drin im Feld. Meine Fresse, Alter. Ich war so wieder dran an dir. Ich war wieder dran an denen und du drehst mich immer um. Zumindest habe ich nicht so in den Rückstand gefahren. Das ist die letzte Runde. Lass uns etwas an Boden gut machen. Natürlich, der Vordere freut sich. Ich komme nicht rein ins Rennen. Wir haben das nicht wahrscheinlich. Ritter. Na, zumindest mich davor gesagt. Ich wollte meinen Teamkollegen mit da vorne ziehen. Und der versaut mir mein Rennen einmal hat er sich versaut. Wo ich mich dann weggedreht habe. Wie gesagt, am Ende wird es auch Dritter, aber das Rennen das hat er mir tatsächlich nicht so kaputt fahren dürfen. Ich meine, die schnellste Runde sagt, glaube ich, auch alles aus. Ja gut, die schnellste Runde hat er siebtplatziert, Mini. Ja, ich habe mich aber jede Runde gedreht, ne? Ich hatte jetzt auch schon wieder einen kompletten Dreher. Scheiße, Mann. Die zwei Audis da vorne, die hätte ich ungern. Naja, egal. Okay, unsere Siegessäge ist gerissen. Zeit, eine neue aufzubauen. Mit dem letzten Rennen wahrscheinlich jetzt. So, auf geht's. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Okay. Ich wollte dir helfen, Freundchen, aber du hast mir dann am Ende ein bisschen kaputt gefahren. Geh da lieber auf Abstand. Ach, da soll ich das schon. Ja, ich komm schon, ich hab doch ganz getan. Ah, das war mir fast klar. Jetzt wird die ganz kurze Variante mit 5,1 irgendwas Kilometern. Und ich muss mich davor halten. Also viel Chance habe ich nicht, das Ding wieder zurückzurocken. Falls wir hier irgendwie so gedreht werden. Aber ich glaube, wir werden gerade von zwei Leuten gejagt, von den Teamkollegen. Einer hinter uns. Der macht sich jetzt auf die Jagd bei uns. Der will uns natürlich nochmal mitgeben. Ja, der kündigt sich schon mal mit dem Scheibenverblinken. Das reicht mir, das war eben schon gewonnen. Bisschen Ruhe in dieses Rennen reinbringen.
So. Oh, dann haben wir's. We are back. Wir sind zurück auf der Siegerspur. So, das müsste Level 82 dann sein, oder? Ne, reicht nicht. Okay, egal. Zumindest sind wir mit der Serie durch. Ja, dein Rennen eben. Du hast mir das Rennen ein bisschen versaut, Kollege. Denn ja, fast perfektes Rennwochenende. Gut, dann machen wir Feierabend. Wir sehen uns am Montag wieder um 14 Uhr. Dann mit dem Rennen aus Paris. Mit dem großen Showdown.